Was ich jetzt sage, nehmt es nicht als theologische Absolutheit. Es ist nur zum Verständnis. Man könnte sagen, von der Dreifaltigkeit, der Heiland sagt doch immer, wer mich sieht, sieht den Vater. Wie geht das? Und doch sagt er, wir sollen zum Vater beten und durch ihn erbitten. Wie es in der Kirche meistens heißt, durch Jesus Christus. Wie ist denn das? Das ist doch Gott, das ist der Vater, das ist der Sohn, das ist der Heilige Geist. Drei und doch nur ein Gott. Ich weiß nicht, ob ich es kann erklären, aber ich habe drei verschiedene Varianten. Eine davon ist, wenn ihr drei Kerzen habt und ihr zündet die an und ihr tut die Flammen zusammenhalten, dann sind es drei Kerzen, die brennen, aber es ist nur eine Flamme. Gott und die drei Personen. Dann ist es auch so, dass Gott Vater auch Gestalt hat. Das ist natürlich, ich kann das nicht erklären, das ist ein unfassbares Licht, eine Lichtkraft, eine Substanz mit Feuer und alles durch den Heiligen Geist. Und da war erst nur Gott Vater. Natürlich hat der Geist, der Heilige Geist. Und er konnte von dieser Substanz, von Gott Name etwas weg. Ja, was das ist auch Gott, oder? Ist ja von ihm weg. Also der Sohn Gottes.